herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar, ich bleibe mal kurz stehen. Heute zeigen wir euch, was man überhaupt als Trailbauer bzw. Trailpflege, was da alles mit zugehört. Ich bin hier heute übrigens bei den Deister-Freunden. Willst du dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin der Steffen. Ich bin der Bauleiter der Trailcrew der Deister-Freunde. Und heute zeige ich mal Manuel, wie ein bisschen geschaufelt wird. Das zeigen wir euch jetzt. Safety first. Und dann möchte ich gleich mal anmerken, bitte, wenn da so ein Schild steht, immer schön langsam fahren. Sonst wird es gefährlich für die arbeitende Bevölkerung. Ja, und warum steht jetzt da nicht Steffen und Manon? Du hast dich zu spät angemeldet. Hättest eher was sagen müssen. Das sieht sehr gut aus. Also, ist sehr, ja, die haben gefragt, Farben, wie die Schilder aussehen sollen. Und habe ich aus Witz gesagt, ich hätte gern pinkfarben mit lila Sternen. Und dann haben sie mir eins gemacht, pink mit lila Sternen. Ist nicht zu übersehen. Okay, wie weit stellst du das auf? So 50 Meter. 50 Meter. Also 30 bis 50 Meter. Okay. Also am besten so auch an der Stelle, dass die Leute auf einer Gerade fahren, dass sie es dann auf einer Gerade sehen können. 50 Schritte. Ja, okay. Dann haben wir schon mal 50 Schritte gemacht. So, ich hole mir da mal ein Stückchen Holz. Ja. Und dann lehnen wir das an in der Welle davon. Okay. So, und ich würde vorschlagen, da oben ist eine Gerade. An dem Sprung stellen wir es auf. Okay. So, hier kann man es gut einsehen. Das ist ein langes, gerades Stück. Und ich denke, wenn das Schild dann hier steht. Also Leute, Achtung! Manon und Steffen at work. Wie lange machst du das hier schon? Ja, seit es den Verein gibt. Das sind jetzt 12 Jahre. Oh. 13, genau. Also alles ehrenamtlich. Ja, genau. Ja. Aber es ist schon Arbeit. Geschenkt kriegt man das leider nicht. Ja, das glaube ich. Das sage ich ja immer. Wer Spaß haben will, muss sich auch mal die Hände dreckig machen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir den Leuten jetzt mal zeigen, wie es hier aussieht. Also ich markiere euch übrigens nochmal die Website unten in der Infobox. Also falls ihr Interesse habt und öfter auch mal im Deister fahrt, dann könnt ihr die Deister-Freunde sehr gerne unterstützen und in den Verein mit eintreten. Ich denke, es sind alle herzlich willkommen. Kostet nur 60 Euro im Monat und für Jugendliche bis 18 nur 12 im Jahr. 60 Euro im Jahr, genau. Sorry, und 5 im Monat und für Jugendliche 1 Euro im Monat, 12 Euro im Jahr. Bis perfekt. 18. Ist ja fast nichts. Genau. Dann nach oben. Ja, also ihr seht ja, hier ist der Trail ein bisschen zugewachsen. Man kann halt kaum noch sehen, wo man fährt. Das Problem ist halt im Moment ein bisschen, dass hier auf dieser Fläche kaum noch Bäume stehen. Mhm. Und dadurch wächst natürlich das Gras, Brombeeren und so weiter. Das wächst halt wie verrückt. Und deswegen muss das neben dem Trail immer ein bisschen zurückgeschnitten werden. Also wie Rasenmähen, damit man überhaupt was sieht. Und das wird sonst von der Blickführung beim Fahren ist extrem schwierig. Hier ist jetzt ein Loch in der Strecke. Da wird jetzt gleich ein bisschen Erde verfüllt. Da werden wir das Loch ausbessern. Das ist ja unser Anfängertrail, der Ü30. Der ist ja extra für Anfänger gedacht, konzipiert. Der sollte halt auch möglichst glatt sein. Mhm. Hier ist auch unsere Trailschool immer mit den Kindern beschäftigt und so. Okay, also erst hübsch machen und dann Löcher füllen. Genau. Gut. Ja, möchtest du ein bisschen Rasen? Ja, möchte ich. Aber ich muss dir das Ding erst erklären, das hat 4 Griffe. Alle gleichzeitig gedrückt. Die Sicherheitsanforderungen heutzutage sind so hoch. Das ist ja eine kleine Elektrische. Aber du musst gleichzeitig den gucken, hier oben drücken, den hier unten drücken und dann musst du noch die Hebel betätigen. Dann fang jetzt an. Okay. Und wenn sie läuft, dann so lange anlassen. Okay. So, dann klemmt sie schon. Oh nein. Nein, das bleibt extra drin. Outcheck! Den Daumen kannst du wieder loslassen. Ah, dann, ne? Genau. Okay. Bisschen tiefer und gerade halten, glaube ich. Genau, bisschen tiefer und bisschen gerader. So? Genau. Ja, es geht leider ein bisschen auf den Rücken. Ja. Lassen wir mal durchgehen, oder? Ja, wenn du das eine Stunde machst, dann ist es jedenfalls. Haben wir auch eine Kiste Bier mit? Liegestühle. Sehr gut, Mann. Ja, das sieht gut aus. Das Schwert, glaube ich, noch ein bisschen gerade halten. Ja, Talent da, du kannst öfter kommen. Praktikum bestanden. Oh. Das ist nicht so schwer. Hallo. Moin. Hallo. Wirklich beim Umdrehen. Wie bitte? Was hast du für ein Outfit an? Also wenn jetzt kein Kompliment hier kommt, wie schön das aussieht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Wie lang ist der Ü30 Trail von Kilometer? Über 2 Kilometer.
1000. Gut, 5 Meter haben wir schon. Ich glaube 2,4 Kilometer ist er lang. Boah. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, durch Wasser und das Fahren bilden sich ja ständig Löcher. Also wenn irgendwo eine Pfütze steht und die Leute fahren dann durch, dann wird das Loch automatisch ruckzuck immer tiefer. Ja, es wäscht sich aus. Und das genau, und das muss man halt immer auffüllen. Das ist halt der meiste Teil der Arbeit. Aber es ist einfach immer nur Löcher flicken, hübsch machen. Ja. Und das ist halt, ja, ich brauche heute lieber einen Sprung. Man kann es sich halt nicht immer aussuchen. Ja, danke auf jeden Fall. Ja, ja, bitte. Gibt es irgendwas, was eigentlich wichtig ist beim Schaufeln, wenn es jetzt um Trailbau geht, was man unbedingt beachten sollte? Naja, du musst halt, also es gibt halt viele Dinge, aber die lernt man mit der Zeit halt so. Ne? Also die Größe der Sprünge, der Radius, wie ein Absprung auszusehen hat, wie eine Landung auszusehen hat, der Shape, der Winkel. Es muss halt immer ein bisschen zur Strecke passen. Also ich versuche Strecken immer so zu bauen, oder wir versuchen das, die Strecken möglichst flowig zu bauen, dass man weder treten noch bremsen muss. Also damit dieser Flow-Effekt entsteht. Mhm. Dann muss man halt auch noch bedenken, die Fahrräder werden auch immer länger, immer größer. Mhm. 29 Zoll Laufräder, als ich angefangen habe, da waren die Laufräder hier so groß wie die von der Schubkarre. Und dann haben auch so kleine Kicker gereicht. Ja. Jetzt hat das Fahrrad halt 20 cm mehr Radstand. Also muss auch der Sprung mindestens 20 cm länger sein. Weil wenn der Sprung zu kurz ist, ist das Vorderrad halt schon in der Luft und dann kriegt das Hinterrad einzeln einen Schlag. Ja. Und dann hast du diesen Kick-Effekt. Und deswegen sind auch eigentlich größere Sprünge einfacher zu springen, weil die den Fahrer und das Fahrrad schon automatisch sozusagen in die richtige Position bringen. Ein kleiner Sprung ist meist tatsächlich gefährlicher als ein großer. Aber du kannst es auch nicht für jeden bauen. Es ist natürlich, es gibt schnelle Leute, es gibt langsame Leute. Wir versuchen natürlich so einen Mittelweg zu finden, dass der Großteil der Leute Spaß hat. Ich denke mal 80% der Vereinsmitglieder haben ja ihren Spaß. Für manche ist es alles zu klein, für manche ist alles zu groß. Das gibt es halt immer. Genau. Ne? Also der Ü30 ist jetzt halt für die Anfänger konzipiert. Wenn du auf dem Ü30 alles kannst, dann fährst du zum Ladies. Mhm. Auf dem Ladies Only ist dann alles ein bisschen größer, mehr Doubles. Hier ist ja alles eher Tables. Mhm. Auf dem Ladies sind dann Doubles. Und wenn du auf dem Ladies alles springen kannst und dir das reicht immer noch nicht, dann fährst du zur BMX-Bahn. Der letzte Sprung hat dann 11 Meter und du bist 5 Meter hoch in der Luft. Und wem das nicht reicht, keine Ahnung, der muss so fest sein. Aber jetzt dieser 11-Meter-Sprung zum Beispiel, da gibt es ja dann quasi zwei Berge, sag ich mal, die man baut. Genau. Das heißt, ihr baut die erstmal und dann fahrt ihr die und probiert die aus, oder? Ich bin die BMX-Bahn selber tatsächlich noch nicht gesprungen, weil ich bin zu alt für den Scheiß. Ne? Also ich habe keine Angst vor Sprüngen, die 10, 12 Meter weit sind, das mache ich alles. Aber ich habe ein bisschen Schiss davor, 5, 6 Meter hoch noch zu sein. Aber du hast wahrscheinlich damit gebaut. Aber ich habe das gebaut, Ich hab, damals haben mir auch alle gesagt, dass das nicht passt, dass das zu groß ist. Aber ich habe gesagt, nein, es wird hier der Tag kommen, dann wird hier einer das mit dem Backflip springen. Oh Gott. Das ist jetzt vor 3 Jahren passiert. Da haben wir einen Backflip drüber, also es hat alles gepasst. Und das ist einfach die Erfahrung, die habe ich dann trotzdem. Auch wenn ich das jetzt selber nicht unbedingt springe, weiß ich trotzdem ungefähr, wie es also gebaut ist. Also bauen und dann fahren und dann schaut genau, man, wo im Prinzip, man noch was. Im Prinzip mache ich es auch immer so, bauen und dann noch fahren und selber fahren und gucken, wie das so ist. Ja. Ne? Aber wenn jetzt so Riesendinger wie auf der BMX-Bahn, da bin ich dann auch raus. Das können dann die Jungen, die 15-Jährigen machen, die haben da Spaß. So, jetzt machen wir mal die Landung. Jetzt haben wir hier ein bisschen Rasen gemäht und jetzt machen wir die Landung von diesem kleinen Sprung. Machen wir wieder hübsch, weil hat sich im Laufe der Zeit jetzt hier ein Loch gebildet. Ja. Hier drüben ist ja genug gelbe Erde an der Seite. Die Landung ist ja sehr breit. Das hat hier einen leichten Buckel. Und jetzt können wir einfach da ein bisschen Erde abstechen und die darüber und können das Loch verfüllen, damit das wieder eine schöne, gleichmäßige Schräge ist. Genau. Also man sieht ja, dass das hier sozusagen jetzt gerade so einen Knick hat und dass es einfach nur gerade runter geht. Wird jetzt wieder glatt gemacht. Ja. Zum Glück hat es gestern geregnet, ist nicht ganz so hart. Und das wird jetzt hier abgestochen, wird da rein verfüllt und so weiter. Und dann machen wir hier eine durchgehende Schräge davon sozusagen. Okay. Willst du mal machen? Jo. Naja, der Kameramann kann auch was machen. Nicht nur ich. Genau, eigentlich könnten wir ja schon hier anfangen, oder? Genau, da kannst du. Weil ab hier geht ja der Buckel wieder hoch. Ich weiß nicht, ob du mit der roten Schraube da so ankommst. Die ist eigentlich, weil das ist nicht. Du kannst auch stehen nehmen und ich nehme die. Aber du hast hier schon einen Anfang, das ist halt. Ja, genau. Ich würde versuchen, mit dem Fuß dann ein bisschen reinzustecken. Genau. Ihr macht es toll. Also wir. Ich klopfe jetzt. Wir haben übrigens im Darstell richtig viel Glück. Ja. In dem Boden. Ja. Weil der wird, wenn er ins Loch geringelt hat und gefahren wurde, wird er richtig hart und fest. Und man hat relativ wenig Arbeit. Das heißt, man braucht keinen Rüttler. Ja, nicht unbedingt. Ja, ich weiß, wie das heißt. Hier kann man seine Aggression freien Lauf lassen.
Und wo hast du die aufgebaut? Meine Aktion? Bei dir. Ich glaube, nächste Woche komme ich noch mal her und guck mir das hier an, wie das dann aussieht. Das Nachher-Bild seht ihr dann nicht so. Jede Runde, die wir jetzt hier fahren, guck mal, das Vater, hab ich geschämt. Was hast du jetzt gelernt, Mana? Worauf achtest du hier? Also, dass auf jeden Fall hier auf jeden Fall alles so gleichmäßig verläuft und da keine Kuhlen oder Berge drin sind. Ja. Ja, und jetzt müssen wir da auch einfach ein bisschen breiter fahren. Ja, was soll ich noch gelernt? Hier im Deich haben wir auch mal keinen Rüttler. Machen wir nur eine Schaufel. Er lacht. Ja, so die Füße kann man auch zweimal. Und würdest du jetzt auch eine Grasnarbe raufschmeißen? Nee. Du. Die Grasnarbe, die kommen nach rechts oder links. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst auch in einem Mountainbike-Verein seid. Und wenn ja, ob ihr dort auch schon mal mitgeholfen habt, die Trails zu pflegen oder vielleicht auch mal einen neuen Sprung zu bauen. Genau, würde mich echt mal interessieren, weil für mich ist es heute hier das erste Mal. Ich traue mich es gar nicht zu sagen, aber ist so. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weiß nicht, was da hinten Mana macht, auch einfach das nach, wo sie gerade ist. Ja, die macht das aber ziemlich gut. Du siehst doch aus mit dem Helm, Kamera, Chest. Ein schönes Crossfit-Workout, ne? So, so, jetzt machen wir noch die Absprungkante hübsch von dem Sprung hier. Mhm. Der funktioniert zwar immer noch, aber hier ist ein bisschen was weggebröselt, sieht man hier. Manchmal fahren halt Leute drauf, bleiben drauf stehen, bremsen und dann drückt es die Erde runter. Dann gehen die Absprungkanten werden dann immer unrund. Und jetzt füllen wir hier noch ein bisschen was auf, damit das wieder schön gerade wird. Okay, und wo soll ich die Erde hernehmen? Hier am besten. Ja, okay. Hier ist das Wasser reingelaufen, da ist die Erde ein bisschen feucht. Ja. Durch das Wasser wird ja auch immer der Sand oder der Lehm da reingespült. Und dann kann man den einfach wieder rausnehmen, also recyceln sozusagen. Und der ist dann halt meistens auch ein bisschen Müll. Müll nehmen wir natürlich mit nach Hause. Ne? So, und dann... Nicht schön, Leute. Nehmt euren Müll mit. Genau, das ist auch noch Müll mitnehmen. So, und dann hat man hier so leicht feuchte Erde. Und dann kann man das hier wunderbar an die Absprungkante hier so dran pappen mit Schwung. So, okay. Und dann ein bisschen shapen. Und das macht man noch 10 Mal und dann ist die Kante wieder schön. Okay. Ich muss wahrscheinlich 20 Mal machen. Aber ist okay, ich schaff das. Gut, die Erklärung war da, jetzt wollen wir mal gucken. Ich beim Drehen hast du den Dreh noch nicht raus. Beim Dreher höre ich den Dreh raus. Ja. Oh, sehr gut. Sieht gut aus. Ja. Ja, das ist ausreichend aufgefüllt. Jetzt müssen wir das nur ein bisschen scharf machen, damit also die eine scharfe Kante ein bisschen reinschieben. Mache ich gleich noch mit der Schaufel, dass das einen schönen geraden Abschluss hat. Aber von der Erde reicht das schon. Okay, dann klopfe ich schon mal. Genau, kannst festklopfen. Du kannst ja versuchen, ob du so eine gerade Kante da reinkriegst. Ja. Dann können wir mal kurz von der anderen Seite zum Beispiel, von der Seite und von der Seite dann nochmal, wenn du dann drüben stehst. Ne? Ja. Dass man wie so ein Hausdach. Genau, damit man hier so eine Kante hat zum Abziehen. Okay. Genau. Genau, und die muss dann halt über die ganze Breite am besten. Und wenn du merkst, guck mal, hier fehlt noch eine kleine Ecke, machst du hier noch einen Spaten hin und hier noch einen Spaten hin und dann kann man da so eine schöne Absprungkante reinschäben. Okay. Da wo Senken sind, bleibt das Wasser stehen, aber ansonsten läuft es ja nur ab. Ja, okay, stimmt. Genau. Was ja eigentlich gut ist. Ja, zum Fahren. Also die Trails sind halt, du kannst 2 Tage nach dem Regen kannst du hier fahren und es fährt sich super. Ja. Das ist halt der Vorteil. Mit der Drainage auch am Ladies. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. Also gestern hat es ja so geschüttet, ich war vorhin am Ladies. Ja. Ist alles trocken. Kannst voll ballern. Mega. Also. Darf ich uns mal selber loben, da haben wir das mit der Drainage echt gut hingekriegt. Und wenn du dann im Urlaub bist und da auch mal neue Trails fährst, schaust du dann auch, wie dort die Sprünge gebaut sind? Ja, ich lasse mich natürlich überall inspirieren,
wie woanders gebaut wird und was man dann eventuell besser machen kann oder so. Ja, ne? Ja. Und ich habe halt auch die Linienkrankheit. Das ist halt ganz schlimm. Also wenn man buddelt und die Linienkrankheit hat, das ist echt, da muss man eigentlich so einen Psychologen. Die Linienkrankheit? Ich sehe überall Sprünge. Überall sehe ich eine Landung, einen Absprung. Egal, wo, wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich auch Landungen und Sprünge. Und das ist schlimm. Das ist voll geil, ich will auch die Krankheit haben. Die Linienkrankheit. Geil. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mit diesem Video. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Autowagen. Vielen Dank nochmal, Steffen, dass du uns heute hier begleitet hast. Ja, bitteschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und uns hier diesen Eindruck gezeigt hat. Dass ihr mal gesehen habt, wie viel Arbeit das ist, dass du mal... Ja. Ja, so Schaufelschwingen ist schon ein bisschen Arbeit, ne? Ja. Und also die richtige Technik auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, Schaufelschwingen auch. Ja. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke an den Kameramann, der heute nichts gemacht hat. Na, Spaß. Bitte. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Ciao. 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 Wir haben noch was vergessen. Das Schild. Scheiße. Ich hol's. Wir dich dabei haben. Mal hoch. Ja, ihr könnt schon mal runtergehen. Alter, wir haben... einfach fast das Schild vergessen. Die Leute wären hier runtergefahren und hätten gedacht, hä? Steffen, wo bist du denn? So Leute, adios muchachos, bis zum nächsten Mal, ciao!